Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Yooka-Laylee. Ich habe das komplette Schloss nochmal auf den Kopf gestellt, aber eigentlich nichts mehr gefunden. Deswegen habe ich mir gedacht, gehen wir jetzt mal hier hin. Und mir kommt eigentlich nichts anderes in den Sinn, wie man zu diesem Page hier hinkommen soll, außer mit der Flugfähigkeit. Dementsprechend scheint das hier eine Flug-Challenge zu werden, wie wir sie bislang noch nie hatten. Steuert sich so komisch. So komisch. Ich hoffe, dass unsere Ausdauer reicht, auch wenn wir die Schmetterlinge da nicht berühren. Okay, wir haben Schmetterling berührt. Das war jetzt wichtig, denn die Challenge scheint tatsächlich ziemlich lang zu sein. Interessante Challenge auf jeden Fall. Ich hätte halt nicht erwartet, dass sowas kommt, aber scheinbar muss man mit dieser Fähigkeit tatsächlich in diese Welt zurückkehren. Also erst nach Welt 4. Vor Welt 5 kann man hier wieder hin, um hier alles zu bekommen. Noch haben wir genug Energie. Ich hoffe, es war kein Fehler, da nicht zwischenzulanden. Nein, es war kein Fehler, denn wir sind wieder da und wir haben es geschafft. Puh. War eine ordentliche Tour. Aber zumindest schon mal das Rätsel um ein weiteres Pagey gelöst. Dass wir nicht wussten, wo man es herbekommen sollte. Ich habe es auch nur durch Glück gesehen. Da oben vom Eispalast aus, als ich hier Richtung Stadt geguckt habe. Da unten, da konnten wir vorher nicht rein. Beziehungsweise da waren wir noch nicht drin. Wir hätten nur die Stufen reingekonnt. Aber da wollte ich, glaube ich, erst rein, nachdem ich unter Wasser laufen kann. Da könnten die restlichen Federn sein, halt. Und da ist auch der letzte Ghostwriter, der uns fehlte. Ach du Scheiße. Das wird ja lustig. Okay. Ich glaube, 6 Stück fehlten uns und 6 haben wir jetzt. Und hier ist der Cowboy-Schneemann, der uns gefehlt hat. Ich habe deinen Hut. Wir müssen die Hüte tatsächlich alle nochmal neu sammeln. Wir müssen tatsächlich alle Hüte nochmal neu sammeln, nachdem wir die Welt verlassen haben, aber die Schneehügel fehlen. Habe ich jetzt einen Bug? Es gibt uns doch einen Ghostwriter, dieser Welt. Okay. Haben wir jetzt einen Bug, weil ich habe extra darauf geachtet und die Hügel, in denen die Hüte waren, sind weg. Aber die Hüte von uns sind nicht mehr eingesammelt. Heißt das, wir können keine 100% mehr schaffen in diesem Spiel. Das müsste doch mittlerweile gepatcht sein. Ich habe das. Na doch, die Hügel sind wieder da. Scheiße, ich hätte die Hüte einfach direkt abliefern müssen. Ich Vollidiot. Warum habe ich denn gedacht, ich behalte, ich gebe die jetzt doch nicht ab. Ich warte erstmal ab, bis ich hier alle gefunden habe. Und dann gebe ich die alle gemeinsam ab. Ja, jetzt dürfen wir alles nochmal neu machen. Okay, wir wissen ja, ich weiß zumindest auch, wenn es noch länger her ist. Eins muss man dem Spiel lassen. Normalerweise ist das immer ein gutes Zeichen für ein Spiel, wenn man sich noch sehr gut an die Level erinnert. Und ich habe jetzt zum Beispiel Welt 1 und Welt 2 lange nicht mehr gespielt und weiß trotzdem noch ziemlich genau, wo was war. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Wo müssen wir da jetzt lang? Oh ja, also da müssen wir unter anderem lang. Okay, wir dürfen alle Hüte nochmal sammeln. Wo waren die denn? Also einer war hier. Ich weiß, dass einer in der Höhle war, aber vielleicht hatten wir den auch schon abgeliefert. Boah, fick dich! Fick dich! Das ist der Hexenhut. Wir haben eben den Abenteurer gefunden. Mit der
der Abenteurer hören muss wahrscheinlich. Hier hatten wir die Hitze schon runtergedreht. Da ist auch ein Schneemann. Das wüsste ich zum Beispiel nicht mehr, wo die Schneemänner alle standen. Hier müssen wir einem Schneemann etwas bringen. Ins Wasser fallen. Jetzt hier den Haufen weghauen kann. Und hier bei der Cowboy-Hut. War hier noch irgendwas? Also auf jeden Fall war hier drin noch einer. Und einer war da oben. Wir gleich hinfahren werden. Drin war definitiv einer, das weiß ich immer noch nicht, weil ich mit Schneemann sein oder auch ein Schneehaufen, der zerstört werden konnte. Und zwar genau hier, okay, den habe ich einfach übersehen. Wie gesagt, da ich den hier nicht mehr gesehen habe, dachte ich, es wären alle Schneehaufen weg, aber nein. Ist der Zylinder? Glaube ich nur die Hose. Und die Hose, die war nämlich da oben drauf. Hier über uns. War die Hose. Doch, vom Sprung her gar nicht so leicht zu erreichen. Ah, hier bin ich falsch. Da muss ich lang. Drehen kann. Man immer fahren muss dabei. Vor allem auf diesen Schneeboden. Ich weiß nicht, warum ich diese Welt hier am wenigsten mochte. Weil der Boden dauerhaft rutschig ist. Ich drücke die ganze Zeit nach links, aber er fährt immer geradeaus. War, glaube ich, auch der Vielfraß hinter einer Mauer. Ich glaube sogar hinter der Mauer da oben. Ich kann ja nicht rückwärts fahren. Das habe ich wieder vergessen. Immer wenn ich nach hinten drücke, versuche ich eine Kurve zu fahren. Und ich vergesse das jedes Mal. Ich will einfach rückwärts fahren und drücke deswegen nach hinten. Und ja, dann fahre ich runter. Ich darf nicht zu nah Richtung Abgrund fahren. Deswegen darf man nicht zu weit nach vorne springen. Die Richtung, die man drehen will, immer noch sehr viel Platz haben. Deswegen werde ich hier jetzt auch sehr weit außen fahren, damit ich die Kurve nach der rechts gut hinkriege. Beziehungsweise ist das gar nicht so eine gute Idee, sondern so ist am besten. So, das war das Nervigste, dieser Sprung hier. Aber da oben ist auch schon der Hut. Das heißt, das schaffen wir noch. Gerade so. Das schaffen wir auch und damit haben wir es doch. Bitte die Hose. Okay, dann zurückverwandeln. Und die Fähigkeit hier schnappen. Und wo war der Fiefgas? Scheiße. Na da. Hier war er auch nicht. Doch, hier war er. Scheiße. Aber der war im Glas.
Verstehe mein damaliges Problem. Wir hätten da diese Fähigkeit noch nicht. Mit der wir das Glas vernichten können. Okay, jetzt wissen wir das nochmal, warum wir das eben gerade gemacht haben. So, wir wissen, wo wir hin müssen. Schaffen wir das auch zeitlich? Also, mit. Komm hier. Nein! Schneller! Bitte sehr. Okay. Die hätten wir auch. Jetzt müssen wir noch alle Schneemänner abgeben. Also denselben Weg, den wir eben mit dem Schneemobil gemacht haben, noch einmal zu Fuß. Also hier unten im Wasser war der Cowboy. Haben wir jetzt eigentlich alle Federn? Haben wir. Okay, uns fehlen auch nur noch zwei Stück. Tatsächlich, den einen kriegen wir durch die Schneemänner. Und den zweiten kriegen wir durch den Rextro Highscore. Und dementsprechend haben wir, wenn wir die Rextro Highscore mal außen vor lassen, Welt 4 und Welt 2 zu 100% abgeschlossen. In Welt 1, wie gesagt, müssen wir irgendwas mit der Wolke noch machen, wo ich noch nicht genau weiß, was. Und es fehlt noch ein Gebiet. So, da hat du deinen Hut wieder. Der Pirat hat seinen Hut schon gekriegt. Das heißt, jetzt müssen wir zu dem Hut da hinten. Also zum Hut da hinten, zum Schneemann da hinten. Du müsstest dann den Hosenhut bekommen, oder? Jawohl. Ich meine, den hatten wir sogar schon abgeliefert, den Hosenhut. Das heißt, wir müssen eh alle Hüter auf einmal abliefern, also auf einem, in einem Weltbesuch. Und der letzte Schneemann mit dem Zylinder müsste dann der da in der Höhle sein. Und dann müssten wir hoffentlich alle vier Schneemänner abgeliefert haben. Nee, es gab noch einen Zylinder und einen Hexenhut. Wo war denn der Typ mit dem Hexenhut? Also du bist der Hexenhut. Wo war denn der Typ für den Zylinder? Nein, mir fehlt ein Schneemann. Denn der? Boah, hier gibt's keinen Schneemann, oder? Nee, wo Gegner sind, sind normalerweise keine NPCs. Da vorne war ja schon der Piratenhut-Schneemann. Dann gibt's noch das Gebiet da hinten, wo die Lore war. Das Problem ist, wenn ich jetzt die Welt verlasse, dann darf ich den ganzen Scheiß mit dem Schneemannhut sammeln doch mal neu machen. Hier war keiner. Oh Gott. Lass mich doch jetzt einfach den letzten Hut abliefern und dann die Welt verlassen und dann haben wir alles. In der Höhle kann er nicht mehr sein, weil die einzige Höhle, die wir abgesucht haben,
Also wo einer sein könnte, haben wir abgesucht, das wollte ich sagen. Das heißt, er muss draußen sein, das heißt, wir müssen ihn so irgendwie finden können. Ist er vielleicht doch hier oben irgendwo? Da ist er doch! Wunderbar! Dein Zylinder. Hurra! Das war das letzte fehlende Objekt! Endlich können wir mit unserer Kabarettnummer wieder auf Tour gehen! Na also, damit haben wir in dieser Welt auch alles gefunden, außer den Rextro Highscore. Und damit können wir auch diese Welt verlassen. Gehen wir zum Knotenpunkt zurückkehren. Und können uns in diesem Part noch Welt 3 anschauen und dort die letzten fehlenden Sachen versuchen zu entdecken. Denn wenn wir damit durch sind, dann, wie gesagt, müssen wir uns nur noch Welt 5 widmen. Und dann gibt es einen großen Schneiderei-Part, in dem ich alles zusammenschneiden werde, was uns da noch fehlt. Wahrscheinlich sogar schon vor Welt 5. Kommt ganz darauf an, ob ich die nächste Aufnahmesession oder die nächste Privatspiel-Session vorziehe. Wenn ich als erstes nächstes privat spielen sollte, dann gibt es halt zuerst eine große Schneiderei, in dem wir alles zusammencutten, was uns jetzt noch fehlt. Unter anderem auch die Rextour Highscores. Was allerdings erst Sinn machen würde, wenn wir Rextro halt in Welt 5 schon gefunden haben. Und dafür müssen wir die Welt erweitern und dazu wird es eigentlich mehr Sinn machen, dann erst in Welt 5 zu gehen. Aber wir sehen es dann ja. Da rechts ist auf jeden Fall die Rextro-Spielhalle. Was wir jetzt auf dem Weg auf jeden Fall mitnehmen müssen, damit wir das nicht beziehungsweise mitnehmen können, damit wir das nicht reinkatten müssen, ist das eine hier. Ich weiß noch nicht genau, wie man das Pagey finden soll, was hier vor allem abhaut. Aber das hier kriegen wir. Ja. Das da oben links haut ja vor allem ab. Wie man das kriegen soll, weiß ich, wie gesagt, noch nicht so genau. Wir haben jetzt keine Fähigkeit bekommen, die uns schneller macht. Wie ich eigentlich gehofft hatte. Aber gut. Welt 3. Was fehlt uns denn da noch? Genau, da fehlte uns der Part, wo wir Scheiben zerstören können mit unserem Boost-Rolle da. Da waren, glaube ich, auch ein paar Federn. Vielleicht sind da schon alle Federn, die uns hier noch fehlen. Das würde auf jeden Fall schon mal bringen, dass wir durch die Federn schon mal einen Pagey bekommen und einen Pagey an sich in der Höhle. Wie viel fehlt uns hier denn allgemein? In einer einzigen Welt fehlt uns nämlich auch noch eine Energiezelle. Und das ist tatsächlich diese Welt hier. In dieser Welt hier fehlt uns noch die Energiezelle. Wir haben aber schon alle Ghost Rider. Uns fehlen hier tatsächlich nur 9 Federn und 3 Pages. Einen durch den Rextro-Spielautomaten, einen durch die Federn. Das heißt, uns fehlt eigentlich nur ein Pagey. Und das ist in der Höhle mit dem Laser. Also ich glaube, wir haben hier wirklich alles gefunden, außer die Höhle mit dem die Höhle mit dem Laser, sage ich schon mal. Die Höhle mit der Glasscheibe, die wir nicht zerstören konnten. Wenn es da 9 Federn drin gibt, dann haben wir alles. Dann waren wir hier sehr erfolgreich. So, was war hier eigentlich drin? Ich weiß, dass die unter Wasser war, wo man sich in Piranhas verwandeln konnte, aber ich weiß nicht, was hier war. Oh, so, das war hier so ein Spielchen. Ja, gut. Zum Verwandeln. War der hier? Der war hier, ne? So, hoffen wir mal, dass da 9 Federn drin sind, weil dann haben wir diese Welt hier einfach direkt abgeschlossen.
9 Feder und eine Energiezelle wäre ganz gut, aber ich glaube, die Energiezelle wird woanders sein. Die werden wir verpasst haben. Die werde ich wahrscheinlich dann reinschneiden müssen. Komm schon, 9 Federn sind doch drin. Da hinten kommen noch mal 3 und wenn dann noch mal 3 kommen, dann ist alles super. Eine ähnliche Challenge hatten wir schon in Welt 4. Lustig, dass wir das jetzt hier noch mal haben. Nein. Besieg erst die Gegner und sammle erst die Federn. Ich glaube, wir haben hier wirklich tatsächlich sonst alles erwischt. Also in Welt 3 waren wir auch schon sehr ordentlich. In Welt 4 haben wir ja auf Anhieb alles gehabt. Und hier sind die letzten 3. Tatsächlich! Wie geil ist das denn? Und durch da. So, die Federn müssen wir uns jetzt wirklich nicht mehr kümmern. Wir haben jetzt wirklich alle. Was wir uns kümmern können, ist, ob hier jetzt nicht vielleicht sogar irgendwo eine Energiezelle versteckt ist. Das wäre genial, dann hätten wir jetzt wirklich alles. Aber hier ist zumindest keine. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die hier auch noch ist. Nein! Naja, was? Ich glaube immer noch drauf. Jawohl. Okay, gut. Dann werde ich offscreen die Energiezelle suchen. Dann werde ich offscreen in Welt 1 den Bereich suchen, der uns noch fehlt. Und gucken, was die Wolke wollte. Ansonsten haben wir sowohl Welt 2 als auch Welt 3 als auch Welt 4 schon mal wirklich abgeschlossen. Wie gesagt, in Welt 3 fehlt uns nur noch die Energiezelle, die irgendwo versteckt ist. In Welt 2 und Welt 4 haben wir alles. Außer die Rextra Highscores. Ja, wie gesagt, ich schau mal, ob ich heute... Nehme ich jetzt gleich noch einen Part auf. Wenn ich jetzt gleich noch einen Part aufnehme, dann werde ich in Welt 5 gehen. Also wir werden jetzt ja sowieso schon in Welt 5 gehen, aber was anderes haben wir jetzt nicht zu tun. Wir werden jetzt schon mal wieder in Welt 5 gehen und die natürlich dann erweitert anschauen, was da neu ist. Wenn ich jetzt gleich tatsächlich noch die Lust und die Zeit dazu habe, Welt 5 vielleicht tatsächlich noch fertig aufzunehmen, dann wird es nach Welt 5 die zusammengecutteten Parts von allen uns fehlenden in der Overworld und auch in den einzelnen Welten fehlenden Objekte gegeben. Also dann wird es einen längeren oder je nachdem wie lange es dauert, zusammengecutteten Part von allen fehlenden Dingen finden und danach geht es zum Finale. Also wir nähern uns langsam dem Ende dieses Projekts. Aber in Welt 5 fehlt uns noch einiges. In Welt 5 haben wir ja wirklich fast noch nichts gesehen. Also ein bisschen was könnt ihr noch erwarten. Jetzt ist die Frage, wie ging es denn nochmal zu Welt 5? Scheiße. Wie bin ich hierher gekommen? Wo ging
ging's denn richtig? Also ich war. Gut, in Welt 4 und Welt 5 ist dieselbe Richtung, aber wie ging's dann nochmal hin? Wir sind hinten bei Welt 2 rausgekommen, als wir die Abkürzung zu Welt 5 freigeschaltet haben. Ich weiß nicht mehr, wo der reguläre Weg lang ging. Aber ich weiß zum Glück noch, wo wir die Abkürzung zu Welt 5 freigeschaltet haben. Ich weiß echt nicht mehr, wo der reguläre Weg war. Weißt du, ich kann mich an allen möglichen Scheiß erinnern. Aber nicht mehr, wo der reguläre Weg zu Welt 4 war. Welt 2 habe ich, glaube ich, noch in den Tagen des Releases gespielt. Also entweder am Release-Tag oder am Tag nach Release habe ich Welt 2 gespielt. Und ja, mittlerweile ist das schon ein bisschen her. Aber hier, was, keine Ahnung, eine Woche her ist, wo ich zu, oder zwei Wochen her ist, vielleicht zweieinhalb Wochen her ist, wo ich zu Welt 4 gegangen bin, das ist weg. Naja. Vollkommen egal. Wie gesagt, zum Glück sind wir ja in dieser Aufnahmesession auf diesen Weg hierher gekommen, die Abkürzung, die wir freigeschaltet haben. Und dadurch kommen wir relativ schnell wieder hierhin. So, das müsste der Endboss-Fight sein da vorne tatsächlich. Die Welt erweitert haben wir schon, weil das Buch sieht schon groß aus. Jo. Dann schauen wir uns mal an, was Neues. Nutze Sozialfähigkeiten, blablabla, schaffen die Nachbarschule, die Pause und die ganze die Audio-Option einstellen. Ja, tun sie, aber ich habe Kopfhörer auf. Also stört das niemanden. Ich sollte vielleicht ein Lied leiser reden, aber das Spiel selbst, das stört niemanden. Galleon-Galaxie, was ist neu? Was bist du? Das Schlachtfeld wird größer, was? Passt da draußen auf euch auf, Kids! Und kommt zu mir, wenn ihr Lust auf eine neue Mission habt. Was? Wer bist du? Ach du Scheiße. Ich glaube, die Welt fängt jetzt erst an. Was zum Teufel? Ich glaube, die Welt hat gerade angefangen. Ich war, wie gesagt, eh sehr verwundert darüber, dass die Welt nur so winzig klein war. Das hat sich jetzt gerade verändert. Puh. Okay, unsere Verwandlung lassen wir erstmal außen vor und versuchen so weiterzukommen. Oh, es gibt ein erneutes Rennen gegen dich. Okay, dafür brauchen wir die Verwandlungsform. Schauen wir uns erstmal dieses Black Hole in One an. Hole in One ist ja eigentlich ein Golfausdruck. Wir hatten ja schon so eine kleine Minigolfbahn in Welt 4 und das war alles andere als ein Vergnügen, weil diese Minigolfkugel zu schieben war echt nervig. Ich befürchte, ist das Ganze hier wirklich so ein bisschen rummelmäßig aufgebaut? Das erinnert mich jetzt schon ein bisschen an Welt 4. Mit diesen ganzen Attraktionen hier, mit den Howlin' Lukas, die ich da eben gesehen habe. Schwarzes eingelocht. Ja, sieht aus wie ein Golfplatz. Und könnte das hier echt die erste Galaxie sein? Also die erste Galaxie sein, die erste Welt sein, die abwechslungsreiche NPCs hat? Weil das war ja ein riesiger Kritikpunkt von mir. Willkommen, werte Herren. Genau genommen, Dame und Herr. Ja, entschuldigen Sie. Diese Nase ist nicht die attraktivste, die ich je gesehen habe. Hat das Paar vielleicht Lust auf Weltraumgolf? Es winken großartige Preise. Weltraumgolf? Ich spiele gleich Kröte im Loch, wenn du Pech hast. So, ich erkläre nun die Regeln von Weltraumgolf. Regel Nummer 1. Der Abschlag muss mit Kraft erfolgen. Wir empfehlen den Move Reptilienrampe.
Regel Nummer 2. Befördere den Ball ins Loch, bevor die Zeit abläuft. Regel 3. Angemessene Kleidung muss durchgehend getragen werden. Bei Zuwiderhandlung sehen wir uns gezwungen, das Sicherheitsteam gegen ungehobelte Personen einzusetzen. Wir haben keine Kleidung. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ist das hier ein Loch? Es hieß innerhalb der Zeit, das heißt... Ich hasse es. Runde 4 für Weltraumgolf. Wenn der Ball das Gebiet verlässt, wird die Runde zurückgesetzt. Danke, dass die Regel so früh kam. Was soll denn das? Kannst du den Ball nicht einfach normal gerade schlagen? Na also. Okay, das mit der Regel Nummer 4 wird, glaube ich, noch sehr wichtig. Nein, nicht die linke Rampe. Nimm die mittlere Rampe. Nimm die mittlere. Nimm die mittlere. Ja, so ist fein. Okay, dann lass das mit den Rampen ganz. Nein, 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 nein. Ja, so ist gut. So ist gut. Ja? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ach du Scheiße. Ruhig da. Nein, ich hasse dich. Ball, bleib hier einfach liegen, okay? Bleib hier kurz liegen. Ich rege das. Nein, jetzt roll doch nicht wieder zurück. Du warst doch schon fast durch. Du warst doch schon durch. Nein! Oh Gott, diese Tore hier werden mein Untergang sein. Durch da. Nein. Nein, du warst doch jetzt durch! Ich hasse diese Tore, ich hasse die... Ja gut, die Dreiviertel der Zeit ist rum. Und wir sind noch am ersten Hindernis. Boah, ey. Jetzt geht's ja erst los. Obwohl, das sieht gar nicht so schlecht aus. Nein, das war richtig scheiße. Nein, nein. Oh Gott, ich hasse dieses Golf. Zweites Hindernis. Nein, nein. Okay, jetzt wird er runter und damit ist alles verloren. Haben die Gegner denn besiegt? Die Gegner bleiben besiegt. Immerhin. Nein, sie bleiben nicht besiegt. Scheiße. Aber für eine kurze Zeit lang bleiben sie, glaube ich, besiegt. Müssen wir uns beeilen, ist der Dicke noch weg. Nein, das ist der falsche Knopf. Ja. Nicht runterfallen. So ist fein. Jawohl. Runter mit dir. Weiter so. Nein, nicht runterfallen. Jawohl, weiter so. Der Dicke ist noch besiegt. Das gefällt mir. Das gibt uns ordentlich Zeit. Jetzt lege ich dich bereit. Du gehst da hin und bleibst jetzt mal ganz still hier liegen, okay? Bleib hier ganz still liegen. Ich aktiviere kurz die Dinger hier. Dann schnell durch. Das war super. Okay, jetzt darfst du da nicht runterfallen. Ich sag, du darfst da nicht runterfallen. Fuck.
Okay, du hast den jetzt gar nicht so weit weggeschlagen, wie ich befürchtet habe. Oh, du liegst gut. Du liegst gut. Yes! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da vorne ist das Ziel, da vorne ist das Ziel. Wir haben voll viel Zeit. Haut alle ab. Ich habe die Zeit, um zu besiegen. Und dann... Hey! Wir hatten über eine Minute Zeit. Gut, dass der Dicke noch besiegt war. Wir haben da wohl einen Gewinner. Kommt und holt euch auf dem Weg nach draußen euren Gewinner ab. Wenn du mir sagst, wo der Weg nach draußen liegt, gerne. Dann sage ich an dieser Stelle mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wohl doch weiter Welt 5 erkunden. Also, bis dann und auf Wiedersehen.